Ja, ich habe immer Bock auf Aue. Ich habe auch Bock einfach auf dieses Heimspiel hier. Ich habe Bock, vor unseren Fans wieder zu spielen. Ich habe Bock, nach der Länderspielpause einfach wieder zu zeigen, dass wir zu Hause 3 Punkte holen wollen. Wir haben Bock darauf, einfach wieder zu zeigen, dass wir für die letzten 5 Spiele bereit sind. Wir wollen einfach auch besser aus der Länderspielpause rauskommen, wie wir sonst immer rausgekommen sind. Ich glaube, wir haben nach jeder Länderspielpause immer ein nicht so gutes Spiel abgeliefert. Von dem her heißt es für uns jetzt auch vor allem zu Hause nach der Länderspielpause einfach zu zeigen, dass wir sofort da sind. Dass wir, wie ich gerade schon gesagt habe, diese 5 Spiele annehmen wollen, dass wir aus den 5 Spielen so viele Punkte wie möglich holen wollen. Und deswegen müssen wir einfach bereit sein und am Samstag einfach alles raushauen, um da die 3 Punkte zu Hause zu behalten. Und eine Mannschaft, die fast mit dem Rücken zur Wand steht, die aus den letzten 4 oder 5 Spielen nur 1 Spiel gewonnen hat, glaube ich, die uns das Leben verdammt schwer machen werden, die mit Sicherheit tief hinten drin stehen werden und so wenig Raum wie möglich geben lassen, versuchen über Konter dann zu ihren Chancen zu kommen. Das heißt für uns natürlich, dass wir auf dem Platz einfach unsere Wucht und unsere Gewalt einfach ins Spiel bringen und da uns dann einfach versuchen durchzusetzen und dann eben auch in dem Spiel als Gewinner vom Platz zu gehen. Einen richtigen Masterplan gibt es nicht. Es wird ein verdammt schwieriges Spiel. Am Ende ist es wichtig, dass wir 3 Punkte holen. Es ist dann auch am langen Ende egal, wie wir die Punkte geholt haben. Wir wollen die 3 Punkte auf alle Fälle hier behalten. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich schon gerade zu Hause den Zuschauern auch ein gutes Spiel bieten, wo sie auch ein gutes Gefühl auf den Tribünen haben, dass wir auch bereit sind, in diese 90 Minuten alles zu investieren, um eben für den Abschluss des Jahres oder die letzten 5 Spiele des Jahres direkt gut reinzustarten und mit einem Dreier reinzustarten. Ja, zurzeit ist es mehr so die rockige Schiene mit AC/DC oder Red Hot Chili Peppers, aber ich bin da so ein bisschen ein launischer Mensch. Ich, je nachdem, auf was ich gerade Lust habe, was für eine Stimmung gerade ich persönlich im Bus habe, was mich vielleicht gerade in der Konzentrationsphase beeinflusst, kann es aber dann auch mal Schlager, Oldies, harter House oder eben irgend sowas sein. Das ist immer abhängig einfach von dem Moment, wo ich mich dann einfach entscheide, was ich gerne hören möchte. Profis dürfen nicht tippen, das werde ich auch nicht tippen, aber ich sage so viel, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen.